Tut mir weh, Mann. Aber das wirklich gepiekt. Ja. Aber nicht so kurz, du. Nee, nee. Karl? Ja? Du bist doch Jungfrau, ne? Ich? Wieso? Ja, hier steht was Gutes für dich. Herz, Dame ist im Spiel. Dass man ihnen vor aller Augen in den Hals fällt, wird ihnen vielleicht peinlich sein. Damit beginnt aber eine Entwicklung, die ihnen bald nicht mehr schnell genug gehen kann. Ist ja Blödsinn. Was steht denn bei mir? Stier. Erstes Drittel. Erste Dekade heißt das. Stier. Was man ihnen in Aussicht stellt, wird sie ziemlich erregen. Da ist bei Jonny nichts mehr drin. Na, du kannst ja nicht von dir auf andere schließen. Komm, es geht ja noch weiter. Es muss ihnen aber klar sein, dass sie nicht der Einzige sind. Wenn sie etwas erreichen wollen, kostet das noch viel Schweiß. Siehste, ich hab's doch gesagt, du musst dich anstrengen. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du uns ja rufen. Wir machen das schon. Gib mal nicht so an, Otto. Du kriegst ja schon eine zittrige Stimme. Wenn du nur eine Frau von weitem siehst. Neulich die Frau Appenberg. Ja. Hast du die Frau Appenberg aus dem Spiel? Ich finde die wirklich prima. Oh Gott, hör doch mal den Johnny an. Hieß wohl der Typ, was? Auf Kopf rüber. Ihr seid mir zu blöd. Komm mal, Henny, sag doch. Komm. Das ist ja ein Ding. Welkes macht dicht. Die verlegen die gesamte Fertigung nach Jugoslawien. Ist das nicht das Werk, wo du gearbeitet hast? Ja, hier. 3000 Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Vor allem die über 50-Jährigen sind von der Schließung des Werkes besonders hart betroffen, da wenig Aussicht besteht, ihnen woanders Arbeitsplätze nachzuweisen. Ein großer Teil der Älteren wird zu Frührentnern. Oh Gott, da ist ja der Paul dran. Und die anderen auch. Muss ja wirklich mal wieder vorbeigehen, mal sehen, was sich da tut. Ja, also ich weiß nicht, Ilse, ob wir da jetzt einfach noch raufgehen können um diese Zeit. Die sind doch gar nicht so. Das hast du doch neulich bei diesem Schwurf im Bürgerhaus gesehen. Mensch, und dieser Karl, der kann tanzen. Das wird im November drin. Du brauchst gar nicht so zu gucken, Hedda. Du hast auch ganz schön mit ihm gewalzt. Das ist gar nicht so unwitzig. Die vier da oben in ihrer komischen Kommune. Ich kann mir was Besseres denken. Als General Heyer noch. Hör endlich auf, von deinem Mann als General Heyer zu sprechen. Ich kann das nicht mehr hören. Es gibt doch Dinge, die ich bei dir nicht ausstehen kann. Also streitet euch doch nicht schon wieder. Ihr seid wie die kleinen Kinder. So, die habe ich mitgebracht und die nehmen wir jetzt mit rauf. Willst du wirklich? Na klar. Ich dränge mich nicht gern anderen Leuten auf. Also Kinder, was seid ihr kompliziert? Was ist denn da dabei? Wir statten den Herrn einen kleinen Besuch ab und nehmen die Pullen mit. Wie heißt denn dieser Karl mit Nachnamen? Nägele. Abend. Guten Abend, Herr Schmidt. Stören wir? Nein, nein, durchaus nicht. Dürfen wir reinkommen? Ja, aber mit dem größten Vergnügen. Kommen Sie rein in die gute Stube. Wir haben 2 Flaschen Wein mitgebracht. Ach, das war doch nicht notwendig. Besuch ist da! Na, das ist aber eine Überraschung, Liebe. Ich komme auch gleich. Ja, guten Abend. Das ist aber nett, dass Sie uns mal besuchen. Bitte kommen Sie doch herein. Ja, hoffentlich stört Sie unser Überfall nicht. Aber nein, kommen Sie, setzen Sie sich. Ich bin gleich fertig. Haben Sie noch ein Handtuch? Ich helfe Ihnen schnell. Oh, das ist nicht mehr viel. Ich habe nämlich heute Abwaschdienst. Wissen Sie, bei uns kommt jedermann drauf. Ich finde das fabelhaft, wenn Sie das so machen. Diesen ganzen Haushaltskram. Oh. Wissen Sie, wir haben gerade heute Nachmittag darüber gesprochen. Mit meinen Freundinnen. Wie Sie hier so ganz ohne Frauen auskommen. Das geht ganz prima. Wir sind eben total emanzipierte Männer. Ich hoffe, Sie haben nicht prinzipiell was gegen Frauen. Ganz im Gegenteil. Besonders, wenn Sie mir so reizend beim Abwaschhelfen gießen. Ach, hier sind Sie. Wollen Sie nicht lieber rüberkommen, Frau Appenberg? Ja, gern. Ja, doch, wir sind schon fertig hier.
echt nett von Ihnen, Herr Nägele, dass Sie mich herausgebracht haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Mit der Straßenbahn wäre ich jetzt schon wieder eine Stunde unterwegs gewesen. Das mache ich doch gern. Ich habe ja auch Zeit, hoffentlich. Ich bin immer so deprimiert, wenn ich hier rausfahre. Aber es ging in letzter Zeit nicht mehr mit meiner Mutter. Sie braucht ständig ärztliche Betreuung. Und das hat sie wirklich nur hier. Eine Schande, wie das hier aussieht. Ja, schön. Ja. Die denken doch, wir alten Leute sehen das nicht. Das muss aber dringend. Ich habe gerade dem Herrn hier gesagt, dass man das gar nicht mehr sehen mag, so wie das hier ausschaut. Tja, liebe Frau von Göschen, an mir liegt es nicht. Ich weiß, das Haus sollte schon vor Monaten renoviert werden, aber hier sind die Gelder wieder gestrichen worden. Das muss aber dringend gemacht werden. Herr Nägele versteht was davon. Er ist Malermeister, jetzt pensioniert. Er hat mich herausgefahren. Wir hatten ja eine Kommission hier, aber das ist ja nun auch schon wieder ein halbes Jahr her. Die sind überall rumspaziert, haben alles inspiziert. Aber jetzt hat man uns wieder vertröstet, in diesem Etat ist nichts mehr drin. Sieht wirklich nicht schön aus. Tja, ich weiß. Na, ich muss mal wieder einen kleinen Vorstoß machen. Na, das werde ich sicher nicht mehr erleben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich möchte mal wissen, wo die mit unseren Steuergeldern bleiben. Die kriegen die Neger in Afrika. Oh, na, dann gehen doch die Milliarden hin. Sie brauchen doch nur die Zeit, um aufzuschlagen. Danke. Dahin geben wir einen Millionenkredit, dorthin eine Milliarde. Das muss man im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang sehen. Die ganze Welt müssen wir unterstützen und bei uns ist kein Geld vorhanden. Weder für Schulen noch für sonst was. Was sind mir das Geld vorhanden, um diese lächerlichen Wände im Altenheim anzustreichen? Das ist ja wohl ein Extremfall. Na, da bin ich nicht so sicher. So, fertig. Na, wie findet ihr das? Von Rita. Doch. Schön. Ja, oh, siehst das du? Das Vierte, wenn das so weitergeht, dann können wir mit Johnnys Kunstwerken bald noch das Badezimmer beziehen. Nur kein Neid. Immerhin eine bessere Beschäftigung als Kreuzworträtsel lösen. Wo hänge ich denn das hin? Lass mal. Komm. Ich geh schon hin. Also. Regele. Frau Abendberg. Ja? Mittwoch? Nein, hatte ich eigentlich. Übrigens, gestern mit ein paar alten Kollegen von Wölke zusammen. Die Stimmung ist wirklich schlimm. Den Paul Becker, den kennst du doch noch. Der hängt schon nachmittags bei Röder am Dresen rum. Das ist ja schlimm. Na, was wollte sie denn? Ich soll Mittwoch mit ihr ins Theater gehen. Sie hat eine Karte über. Ach so. Sag mal, der Paul Becker, der ist doch noch gar nicht so alt. Nee. Noch nicht 60. Jetzt kriegt er eine Rente und kann im Park spazieren gehen. Wenn es nicht regnet, sagt er. Ja, durch Langeweile kann einer krank werden. Vielleicht mache ich mal ein Kissen. Ich habe einen Kollegen gehabt, der ist daran zugrunde gegangen. Na, also totlangweilen braucht man sich ja nur wirklich nicht. Muss man sich eben betätigen. Sag das nicht. Soll Paul vielleicht kein Nickel zichten? Na, genau sowas eben nicht. Was Vernünftiges. Was weiß ich, das Altenheim renovieren oder sowas. Ernsthaft? Warum nicht? Das so geht das ja auch nicht. Warum geht das nicht? Diese Renovierung da, das ist eine größere Sache. Ich kann nicht dann alleine machen. Na, ihr seid doch schon vier. Wieso wir? Wir haben doch keine Langeweile, wir haben genug zu tun. Na, das sehe ich. Blümchen sticken, Kreuzworträtsel lösen und dann auch der ganze Haushalt. Na, ernsthaft? Spielt doch den Gedanken mal durch. Das Teure sind doch die Arbeitslöhne. Und das spielt bei euch keine Rolle, weil ihr eure Rente bekommt.
Ihr stellt mit den Typen, die da jetzt so durchhängen, eine Truppe zusammen und renoviert das Altenheim. Einen gelernten Weißbinder habt ihr ja unter euch. Ach, da können wir doch nicht einfach. Ich meine, da müssen wir doch erst mal einen Auftrag haben. Ich sag euch, die nehmen euch mit Kusshand. Die wären ja schön blöd, wenn die das nicht täten. Das soll wohl ein Aprilscherz sein. Wir können doch nicht Rentner nehmen, um unser Sophienstift renovieren zu lassen. Ja, das habe ich im ersten Moment auch gedacht. Aber man muss das mal genau überlegen. Die Leute sind ausgebildete Handwerker, haben eine Menge Berufserfahrung und sind alle noch rüstig und tatkräftig. Warum soll man das eigentlich nicht ausnutzen? Ich weiß nicht, zumindest ist der Gedanke doch sehr ungewöhnlich. Ja, aber man könnte es doch mal versuchen. Und wie ist das mit der Versicherung? Ich meine, es könnte ja passieren, dass einer der alten Herren, so was weiß ich, von der Leiter fällt. Da habe ich auch schon dran gedacht. Das Sophienstift müsste für die Dauer der Arbeit die Unfallversicherung übernehmen. Das kostet ja nicht die Welt. Es geht, glaube ich, über die Berufsgenossenschaft. Hm. Ja, und dann kriegen Sie natürlich freies Essen und ein paar Bierchen. Danke. Zum Wohl. Prost. Ich weiß nicht. Sehr wohl ist mir bei dem Gedanken, aber trotzdem nicht. Wieso? Die Idee ist doch ausgezeichnet. Für mich ist diese Altersgrenze von 65 sowieso sehr fragwürdig. Sicher, für manche kommt sie zu spät, aber für viele ist diese Trennung vom Arbeitsleben einfach zu früh. Naja, wir werden ja sehen. Aber Sie stehen mir dafür gerade, dass es da keine Schwierigkeiten gibt mit Ihren Rentnern. Prost. Zum Wohl. Donnerwetter, das geht ja fix voran. Ja, das geht schneller, als ich dachte. Aber ich muss Ihnen mal was zeigen. Ja? Ja. Das sind die Rohre nicht dicht. Läuft uns das Wasser ins Mauerwerk. Ach, das habe ich mir fast gedacht. Drüben habe ich schon aufgerissen, aber nichts gefunden. Das muss da drin liegen. Ist es, es kommt so nach und nach. Rohre müssen erneuert werden. Es hat gar keinen Sinn, dass wir gleich weitermachen. Mein Gott, wer macht uns das jetzt so schnell? Wenn Sie einverstanden sind, können Sie mich mal bei den Kollegen aus meinem früheren Betrieb erkundigen. Können Sie mir denken, dass da ein paar bereit sind, mitzumachen? Ach, das wäre ja großartig. Wenn Sie das mal versuchen würden. Ratet mal, mit wem ich ins Theater gehe. Keine Ahnung. Mit der Ellen Richter? Nein. Ratet mal. Das sag schon. Mit dem Count? Mit dem Nägele? Ich werd verrückt. Wer hast denn das gemacht? Na, ganz einfach. Ich hab angerufen und gesagt, dass ich zwei Karten habe. Meine Freundin könnte leider nicht. Und ob er nicht mitgehen wollte. Sehr gut. Also Ilse, du bist unmöglich. So was könnte ich nie. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Was nehmt ihr denn? Die Cremeschnitte oder der Wienbeutel. Ich weiß nicht. Sag mal, was machst du denn noch hier? Musst du dich nicht umziehen? Ich? Wieso? Ich denke, du gehst mit der Appenberg ins Theater. Heute ist Mittwoch. Oh, verdammt, das habe ich ja ganz vergessen. So ein Mist. Kann man die nicht irgendwie telefonisch erreichen, dass ich da absage? Also, das kannst du doch nicht machen. Meinst du nicht? Ich habe überhaupt keine Lust. Gut, das verstehe ich nicht. Sag mal, kannst du denn da nicht hingehen? Das ist doch überhaupt die Idee. Da kann ich doch nicht hingehen, wenn du eingeladen bist. Ach was, ich war ja auch nur Ersatz. Ihre Freundin konnte nicht. Die Hauptsache ist doch, dass sie nicht alleine gehen muss. Meinst du wirklich? Na klar. Wie spät haben wir denn? Hast du eine Uhr? Ja, hier. Mann, da muss ich mich aber, ich muss mich ja noch umziehen. Ja. Ich soll für den Kahn ins Theater, aber da muss man doch ein weißes Hemd anziehen. Meins ist in der Wäsche. Kannst du mir mal aushelfen? Was hast du denn für eine Gramm, Alter? 40. Nee, das passt nicht. Ich hab 43. Oh, das ist doch egal. Du, ich hab's eigentlich. Kannst du nicht mit diesem großen Hemd gehen? Conradi!
Hast du ein 40er Hemd für Johnny? Hast du ein 40er Hemd für Johnny? Was ist denn los? Johnny will ins Theater und hat kein Hemd. Was willst du denn im Theater? Ja, komm, ich hab's eilig. So, danke. So, na, hoffentlich passt's. Ne? Hast du denn eine Krawatte? Ja, was, du kennst doch meine Krawatte. Der kann doch nicht ins Theater gehen. Warte mal, hol dir einen. Was wird denn gespielt? Keine Ahnung. Was wird gespielt? Johnny und Frau Abendberg. Als ein Lustspiel. Ha, 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 halt doch die Klappe. So, und da hast du auch noch ein Einstecktuch, damit du richtig schick bist. Ja, ja, schon gut. Ich kriege den 26er nicht mehr. Lass ihn doch mal angucken. Ja. Nein, sieht der Junge fein ja, aus. Oh, ihr könnt mich mal gern haben. Haben wir ja auch. Oh, komm. Da bin ich. Der Karl Nägele, der konnte nicht abkommen. Da bin ich für ihn eingesprungen. Hoffentlich haben Sie nichts dagegen. Nein, was soll ich dagegen haben? Wir müssen jetzt rein. Es fängt gleich an. Ehrlich bin. Ist man doch ein bisschen enttäuscht. Doch. Als nicht der Karl Nägele kam. Aber eines muss ich sagen. Es ist ein sehr netter Abend mit Ihnen geworden. Ja. Für mich war das heute Abend wunderschön. Das war überhaupt der schönste Abend seit langem. Also, ich meine das jetzt nicht nur wegen dem Theater. Ich bin immer viel ins Theater gegangen. Als junger Mensch. Aber heute mit Ihnen? Das ist doch zu drollig, dass man so durch einen Zufall jemanden näher kennenlernt. Sie dürfen jetzt nicht lachen. Aber glauben Sie ja nicht, dass das alles nur Zufall ist. Nur, da steckt immer ein bisschen Schicksal mit drin. Ich hatte für diese Woche ein prima Horoskop. Ach, gehen Sie. Glauben Sie an sowas? Ja. Ja. Nicht direkt, aber ja, wenn das denn eintrifft, dann freut man sich doch. Man könnte ja auch immer nebeneinander herlaufen, ohne sich näher kennenzulernen. Ja. Trinken wir, oder? Ja, ja. Prost. Sehr zum Wohl. Auf Ihr ganz Spezielles. Prost! Prost. Könnt ihr das machen? Ja, ist kein Problem. Ja, aber ich habe gesagt, verdient tun wir ja nichts. Das machen wir sozusagen ehrenamtlich. Das haben wir schon begriffen. Aber immer noch besser als daheim rumhocken, gell? Da können wir doch direkt anfangen. Habt ihr den Hammer oder den Meißel da? Ja, haben wir. Werkzeug liegt da drüben. Kommt mal mit. Ich zeig's euch. Oh. Na, nu? Sie werden ja immer mehr. Was wollen Sie jetzt machen? Jetzt reißen wir das Haus ein bisschen ein und dann bauen wir es wieder auf. Schöner natürlich. Oh. Hässlicher kann es ja auch nicht werden. Ich schicke Ihnen die Polizei auf der Hals. Also nun regen Sie sich doch ab. Von mir aus schicken Sie die Polizei. Dann werden Sie nämlich sehr rasch feststellen, dass hier alles in Ordnung ist. Wege in Ordnung.
Schwarzarbeit ist es. Sie beschäftigen ihr Handwerker, die keine Konzession haben. Ich weiß genau, dass der Karl Nägele aus seiner Firma ausgeschieden ist. Mein lieber Mann, und hören Sie mir doch mal zu. Nicht nur Karl Nägele, auch alle anderen sind, wie Sie es nennen, ausgeschieden. Das sind nämlich alles Rentner hier. Und die machen das freiwillig und ohne Bezahlung. Na, das ist genauso schön. Wir zahlen mit unseren Steuergeldern die Rente und die gehen dann hin und nehmen uns das Geschäft weg. Oh, Ihnen hat noch keiner das Geschäft weggenommen. Für diese Renovierung hier ist überhaupt kein Geld vorhanden gewesen. Und wir sind heilfroh, dass uns überhaupt jemand hilft, unser Haus zu renovieren. So, und damit ist unser Gespräch wohl beendet. Sie werden noch von mir hören. Gott sei Dank, da bin ich doch nicht zu spät gekommen. Ich dachte, Sie sind schon alle weg. Wir müssen ja erst unseren ganzen Kram zusammenpacken. Das geht nicht so schnell. Ja, ich möchte mich nämlich bei Ihnen bedanken, auch im Namen von allen hier im Heim. Es ist ja alles so viel schöner geworden. Ja, da möchte ich Ihnen gerne eine kleine Freude machen. Hoffentlich mögen Sie was Süßes, nicht? Allemal. Halbbitter. Herrengeschmack. 60 Stück. Für Sie alle zusammen. Danke vielmals. Da sind auch Cognac-Böhnchen drin. Ja, hoffe ich doch. Ja, hoffentlich. Hallo, macht ihr schon Feierabend? Nix Feierabend. Fertig sind wir. Oh, meine Güte. Das ging ja schnell. Ja. Hat es denn den Spaß gemacht? Ja, ob. Sag mal, wie wär's denn noch mal? Was noch mal? Nochmal ein gutes Werk tun. Was meinst du damit? Dann komm schon raus damit, da steckt doch wieder was dahinter. Wir können nämlich ein Haus bekommen, die Jugendgruppe. Renovieren müssen wir selber und da habe ich gedacht, dass ihr... Ich sehe schon, der Ruhestand ist hin. Otto, pass auf, das artet noch in Arbeit aus. Das ist eine einmalige Chance, im ganzen Stadtteil gibt es kein Jugendhaus. Wir können ja gleich mal hinfahren, dann könnt ihr sehen, was man da machen kann. Was, gleich nochmal? Meinst du wohl auch, wenn wir einmal im Schwung sind? Ist ja eine glatte Erpressung. Was meint ihr denn dazu? Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Die Heimat sehe ich nicht. Dann will jemand vorher lieber noch mal Proviant austeilen. Vater, du bist der Größte. Oh,